und herzlich willkommen bei Vedic Stars. Ich möchte euch heute erzählen, was Saturn im ersten Haus im Horoskop bedeuten kann. Das erste Haus steht für unsere Persönlichkeit. Es zeigt die prägendsten Charaktereigenschaften an, gibt Auskunft über unseren Körper und unsere Vitalität und erklärt, wie wir in die Welt treten und von anderen Menschen wahrgenommen werden. Das erste Haus wird außerdem ursprünglich dem Zeichen Widder zugeordnet und repräsentiert auch die Eigenschaften des Widders, also Neuanfänge, Impulsivität und Wettbewerbe, Durchsetzungskraft. Saturn wiederum ist der Planet, der alles verzögert und verlangsamt, der alles mit Vorsicht, teilweise sogar mit Angst betrachtet, der für Rückschläge zuständig ist im Leben, gleichzeitig aber auch Disziplin, Ausdauer und Stabilität mit sich bringt. Und diese Saturn-Eigenschaften prägen nun die Persönlichkeit von Menschen mit dieser Konstellation. Das heißt, diese Personen nähern sich nur mit Vorsicht den Lebensthemen des ersten Hauses an. Individualität, Wettbewerb, neue Aktivitäten, Innovationen, das alles wird mit einer gewissen Skepsis betrachtet und man möchte sich dem nur langsam und in kleinen Schritten annähern und sich dabei immer an soziale Normen, Regeln und Erwartungen halten, also nicht aus der Reihe tanzen. Das macht es etwas schwierig, wenn es eben um diesen Bereich von Neuerungen geht, weil Neuerungen in der Regel nichts mit alten, bestehenden Dingen zu tun hat. Wenn Saturn schlecht gestellt ist im Horoskop, das heißt, wenn er im Löwen steht oder im Widder steht, dort, wo er schwach ist oder auch im Skorpion, dann kann aus dieser Vorsicht sogar Angst werden. Das heißt, diese Menschen reagieren dann mit einem inneren Widerstand auf diese Ereignisse. Impulsive Handlungen, Neuanfänge, Innovationen, Individualität, körperliche Aktivitäten, das alles löst dann ein deutliches Zurücktreten aus und ein Blockieren. Die wollen das dann einfach nicht, weil sie irgendwie Angst davor haben. Auf der anderen Seite macht Saturn im ersten Haus aber sehr verantwortungsvoll und sehr diszipliniert. Bei diesen Menschen geht es weniger um den individuellen Ausdruck, also um das eigene Ego, sondern es geht mehr um die übergeordnete Gemeinschaft, um ja, das Gemeinwohl. Das ist wichtig für diese Menschen. Und ihre Aufgaben gehen sie mit einem großen Ernst und mit einer großen Konzentration an. Und Arbeit und Pflichtbewusstsein spielt eine große Rolle in ihrem Leben. Ihr Tagesablauf ist in der Regel schon sehr durchgetaktet, sehr voll und man merkt das schon bei Kindern mit Saturn im ersten Haus, die blühen eigentlich erst so richtig auf, wenn sie auch produktiv sein dürfen. Also wenn sie irgendetwas machen können, was Nutzen bringt, wo sie dran arbeiten können. So reines Spielen ist für diese Kinder nicht unbedingt geeignet. Und das soziale Ansehen und ihre soziale Rolle ist Menschen mit Saturn im ersten Haus sehr wichtig. Sie arbeiten hier sehr hart für Anerkennung oder auch sogar Auszeichnungen und fürchten sich etwas vor persönlicher Kritik oder individuellem Versagen. Deshalb gehen sie immer mit einer extra Portion Disziplin und mit einer extra Portion Ernsthaftigkeit an ihre Aufgaben und an ihre Arbeit, damit auch wirklich alles glatt läuft. Sie haben sehr hohe Ansprüche an sich selbst. Saturn verleiht im ersten Haus außerdem ein Interesse an materiellen Dingen und steht Saturn im eigenen Zeichen, das heißt, oder in einem Zeichen der Freunde, also im Steinbock, im Wassermann, im Stier, in der Waage, im Zwilling oder der Jungfrau, dann werden diese Ziele im Leben auch erreicht und man kann materiellen Reichtum besitzen.
Oft braucht es dafür aber eine gewisse Zeit, weil Saturn alles verlangsamt. Das heißt, Anerkennung, Erfolg, auch materieller Erfolg kommt erst später im Leben, ist dafür aber dauerhaft. Saturn aspektiert vom ersten Haus aus das dritte Haus der Kommunikation. Das heißt, man spricht und kommuniziert eher ernsthaft und langsam. Für Smalltalk hat man nicht so die Antenne. Das ist nicht so ihr Feld, wo sie sich austoben. Dafür kommen sie aber gut auf den Punkt und sind sehr effektiv in ihrer Kommunikation. Außerdem aspektiert Saturn noch das siebte Haus der Partnerschaft, unterstützt damit lange Partnerschaften, dauerhafte Beziehungen und Saturn aspektiert das zehnte Haus der Karriere. Das fördert insbesondere Karriere bei der Regierung oder im öffentlichen Dienst und der Aufstieg kommt langsam, dafür aber dauerhaft. Und ein Hinweis noch zum Aussehen, Saturn im ersten Haus sorgt oft dafür, dass Menschen älter wirken, als sie wirklich sind. Das war meine Analyse zum Saturn im ersten Haus. Wenn ihr wissen wollt, wo euer Saturn steht, geht auf meine Homepage. Dort gibt es einen kostenlosen Horoskoprechner. Und ansonsten freue ich mich über ein Like und ein Abo meines Kanals.